Lieber Andreas Goldemann, ich darf dich jetzt begrüßen und dein Video hier mit in unseren Raum reinnehmen. Und ich komme zu dir mal schnell rübergehupft auf die schöne graue Couch. Wo jetzt ist deine Couch? Ja, zurzeit sind wir gerade mal mit dem Team hier auf Kreta. Das war etwas, was wir schon lange vorbereitet haben. Wir wollten uns einfach mal wieder alle sehen. Wir arbeiten jeder von zu Hause aus. Und dann ist es sehr, sehr wichtig, dass wir einfach ein-, zweimal im Jahr uns richtig physisch auch sehen, miteinander sind. Und wir sind jetzt gerade hier zu neunt auf Kreta. Das ganze Team ist auf zwei Personen da. Die konnten nicht unbedingt kommen, da wird es schwierig manchmal. Und ihr seht schon, ja, es sind 11 Menschen, die hier mithelfen, dass das, was wir machen, überhaupt möglich ist. Ja, Also das ist nicht so gewachsen. ganz ohne. Und wir haben gesagt, wir nutzen diesen Frühling. Das ist einerseits, weil es einfach auch mal gut ist, einfach mal woanders hinzugehen, den Kopf frei zu bekommen. Und eine Workation ist ein Event, wo man ja einen halben Tag arbeitet. Und den halben Tag miteinander was unternimmt, was macht. Teambuilding nennt man das, genau. Und so ein Team wollen wir ja auch hier bilden und deswegen machen wir das auch live in Frankfurt. Ja, das ist auch so einer der Gründe und es ist so eine seltene Gelegenheit. Deswegen will ich die einfach zuerst heute erstmal verkünden, damit es auch alle mitkriegen und nicht am Ende vielleicht uns noch eingeschlafen sind. Natürlich nicht bei Andreas. Und dass ihr auch schon am Anfang hört, wir haben einen Sonderpreis, der läuft am 7. Mai ab. Ich werde euch den Link nachher noch in den Chat, der für euch offen ist, reinlegen. Und ihr bekommt auch natürlich die Aufzeichnung, alle, die sich angemeldet haben. Und die könnt ihr gerne verteilen an eure Freunde, damit auch viele die gute Botschaft mitbekommen, dass Andreas Goldemann mit seiner fantastischen Arbeit nach Deutschland nochmal kommt. Und jetzt werden wir nicht die Zeit lange von euch fernhalten. Im Namen des Frankfurter Rings, mein Name ist Britta Dahlberg, möchte ich noch mal ein Hallo in die Runde werfen. Und ich bin an eurer Seite unten im Chat, werde ich gleich reingucken und schauen, was ich noch für euch tun kann. Und so nach der Hälfte komme ich sicher auch mal wieder auf die Bildschirmfläche. Aber jetzt bist du im Fokus. Ja, einen wunderschönen guten Abend erstmal. Also erstmal danke, dass ihr da seid. Wir haben versucht, das Ganze auch noch live mit Facebook zu verknüpfen. Ist uns nicht gelungen, dass die Facebook-Community auch noch mitgucken kann. Aber irgendwie ist heute technisch der Wurm drin. Ich hoffe, ihr verzeiht uns, dass manchmal wirklich technische Herausforderungen da sind und die halt, ja, dann dafür sorgen, dass eine Webseite sich nicht öffnet, dass man sich nicht anmelden kann, dass dieses ist, jenes ist. Wir haben vorher auch hier bei uns im Team noch ganz intensiv daran gearbeitet, um eben auch das klarzustellen, dass das eben, ja, manches nicht immer so einfach ist. Aber jetzt sind wir hier und das ist jetzt gar nicht mehr wichtig. Wir wollen heute uns mit einem bestimmten Thema beschäftigen. Ich habe den Abend genannt, Schritt für Schritt dem Leben entgegen. Und dem wollen wir uns im Prinzip beschäftigen. Mal gucken, dass wir in einen Zustand hineinkommen, dass wir uns eben auf das Leben zubewegen können. Dass wir so viel Mut haben, dass wir unsere Grenzen überschreiten und gleichzeitig wissen, wo unsere Möglichkeiten sind. Die sind für dich zu Hause nämlich unbegrenzt. Auch wenn du denkst, wow, ja, ich habe vielleicht eine finanzielle Limitation oder eine körperliche Limitation oder ich kann mir das eine oder andere nicht vorstellen. Das mag sein. Doch was wirklich da ist, ist unendlich kraftvolles Bewusstsein. Und mit diesem Bewusstsein, das dir in deine Wiege gelegt wurde, kannst du dein Leben wirklich ausdehnen, verändern. Und da ist es bei der einen Person ein kleiner Schritt, der die Veränderung reinbringt und auch nur kleine Schritte, die gegangen werden wollen, weil man sich ganz gut fühlt. Und für den einen oder die andere ist es ein ganz, ganz, ganz großer Schritt, der ganz wichtig ist. Jetzt muss ich mal kurz gucken, dass ich den Chat ausmache. Der hüpft die ganze Zeit auf. Habe ich gemacht. Funktioniert. Und deswegen ist es einfach für jeden individuell. In der intuitiven Arbeit, so wie ich sie mache, ist es nicht so wichtig, wo du hin willst. Wichtig ist nur, dass du in Bewegung kommst.
Und gerade heute hatten wir im Team auch die Diskussion, dass es ganz wichtig ist, dass wir in einer konstanten, bewussten Bewegung sind als Menschen und uns einfach auf das Leben einlassen. Spüren, fühlen, richtiggehend aufnehmen, was uns möglich ist, was uns leicht geht, weil es soll ja leicht gehen, und dann eben auch eben in diese Bewegung hineinzukommen. Doch, das ist das, worum es heute Abend geht. Und bevor wir jetzt überhaupt irgendwas machen, dürfen wir erstmal ankommen. Also, der ein oder andere von euch kennt mich. Also insofern, ja, wenn du jetzt den Abend bestmöglichst genießen möchtest, empfehle ich dir, dass du dich schön aufrecht hinsetzt, weil da fließt mehr Qi, da ist einfach mehr Energie im Körper da, dass du am besten wenig oder keine, also am besten ist, am allerbesten ist keine Erwartungen. Das ist natürlich schwierig. Jetzt ist schon einer da, der so komisch arbeitet. Jetzt will ich von dem auch was, aber hab mal keine Erwartungen, denn Erwartungen zerstören Erfahrungen. Und wir wollen ja tief gehen und dich einfach treiben lässt mit mir. Ich habe keine Ahnung übrigens, wie lange wir heute brauchen. Es kann sein, wir sind in 40 Minuten durch. Es kann sein, wir brauchen 1,5 Stunden. Ich habe keine Ahnung. Der Space ist für dich da. Und da geht es nicht um mich oder eine Idee oder eine Uhr oder sonstiges. Es geht einfach darum, dass heute hier in diesem Raum Liebe stattfindet. Liebe, die einfach da ist, in unserem Leben sowieso da ist und die wir zelebrieren gemeinsam. Also, ja, setz dich mal in dich rein. Nimm einen tiefen Atemzug und guck mal, wie tief du kommst, dass du auch so ein bisschen Bestandsaufnahme machst, wie du dich gerade fühlst, wie offen dein Zwerchfell hier ist, ob du in den Bauchraum reinkommst, wie entspannt das Ganze geht und wie auch dein Gemüt ist von. Vom Denken her, wie fühlst du dich? Bist du happy, aufgeregt, neugierig oder vielleicht traurig, schamerfüllt, genervt, was auch immer in deinem Leben gerade stattfindet? Nimm's wahr. Und dann lass uns den Raum öffnen. Spür den Raum um dich herum, wie du dich gerade fühlst, und dann machen wir mal die Connection. Ariel. Oishiche. Ariel. Hoshino te tunowa zereyach. Kundoa leyaral. Omache. Wanade. Ich habe gerade noch den Ton geändert, sodass ihr die Geräusche, die ich mache mit der Zunge und auch das Klatschen hören könnt. Also wundert euch nicht, wenn es ein bisschen hallt. Das ist so. Das ist ein Musikerton jetzt. Nehmt es einfach mit, wenn ich spreche. Und ich hoffe, ich denke dran, mache ich es immer wieder aus oder. Wir lassen es durchlaufen. Jesha. Jedes Nukuaitel. Erena Lord Nukui. Jin Dora Laleish. Erena Yoko Neisu. Eyabal Loijona. Ibitson Lalmoid Moiji. Il mio
Salve, spür mal rein, guck mal, nicht im Raum um, wie sich's jetzt anfühlt. Und erlaub dir, noch tiefer da ranzugehen. Wir haben übrigens einen Flugzeugträger hier im Hafen. Die fliegen gerade immer wieder. Kann ich nicht ändern. Wir wussten das auch nicht. Also machen wir es mal heute Abend so. Sollte noch mal einer fliegen, dann nutzen wir das Geräusch, dass es uns in einen tieferen, ruhigeren, synchronisierteren Zustand hineinbringt. Wie wenn der wie ein Lift nach oben geht und uns die Hemisphären synchronisiert. Immer eine Frage dessen, was man aus etwas macht, ohne das Ganze als Stress zu empfinden. Jena, Corey. Okay. Wenn es um Schritt für Schritt dem Leben entgegengeht, dann geht es auch darum, dass wir wirklich voller Kraft und Energie aus unserem Beckenraum heraus so richtig gut laufen können, funktionieren. Dass wir im Equilibrium, in der Balance. Und ich weiß nicht, wie gut du laufen kannst, wie gut es dir geht in deiner Hüfte, in deinem Becken, in deiner Balance zwischen beiden Beinen. Auch das wollen wir mit einpacken heute. Nicht nur jetzt auf einer energetischen Ebene zu arbeiten und mit dem Bewusstsein zu arbeiten, sondern auch gleichzeitig mit dem Körper. Dass wir mehr Kraft haben und dass wir ja so eine treibende Kraft in unserem Strukturen auch haben, die uns nach vorne bringen. Und das wollen wir eben auch nutzen. Wenn du das jetzt mal checken möchtest, kannst du, wenn du sitzt, mal beide Beine fest in den Boden reinstemmen und mal probieren, wie viel Energie hast du denn in den Oberschenkeln? Was passiert in deinem Kreuzbein, Steißbeinbereich,
Iliosakralgelenk, wie geht es dir damit? Ist da Kraft, Energie da oder ist da was blockiert? Nehmen wir gleich mit, dass wir einen Impuls geben, der sich löst. Wenn wir dem Leben entgegengehen wollen, dann müssen wir die Vergangenheit mit dem, was uns negativ belastet hat, hinter uns lassen. Wir dürfen die Erfahrung mit uns tragen und sagen, ja, ich habe mal was erlebt, war gut, war super, bringt mich weiter. Ich habe mal was erlebt, war schlecht, war voller Schmerz, hat mich zurückgehalten, bringt mich aber weiter. Weil diese Erfahrung etwas mit mir gemacht hat und ich mich daraus herausgelöst habe, einerseits, wenn wir das jetzt aus diesen Sachen rauslösen. Und gleichzeitig aber auch die Erkenntnis mitnehmen, was eben hier nicht funktioniert hat, sodass wir uns einfach besser bewegen können. Doch was viele Menschen vergessen, ist, dass vor der Akzeptanz, die ich gegenüber der Vergangenheit habe, ich erstmal in die Verantwortung für mein Leben hinein muss. Ganz viele Menschen sagen, ja, ich habe Schreckliches erlebt, das war wegen dem und dem und dem und dem und der war verantwortlich und dann ist das passiert und jenes ist passiert und ich bin Personen begegnet, die mir Schmerz verursacht haben, die mich auch verletzt haben oder bin in Situationen hineingekommen, die mir den Boden unter den Füßen weggezogen haben. Doch was wir sehr, sehr oft vergessen und das ist sehr wichtig, dass wir daran denken ist, dass wir uns in dieses Leben, in diesen Körper hineingeboren haben. Für mich persönlich gibt es keinen Zweifel an Reinkarnation, an einer ganz bewussten Absicht, dass wir uns in eine Familie hineinbringen, um eventuell aus einem anderen Blickwinkel andere Positionen zu einer bestimmten Situation zu erleben. Wenn wir uns vorher verletzt haben, dass wir uns wieder in Liebe finden. Dass wir jemandem helfen können, in die Liebe hineinzukommen. Dass wir Beobachter sind vom Leben oder Zeuge, können wir beides nennen. Oder Retter. Oder mal Opfer, mal Täter. Aber wir uns ganz bewusst in diese Situationen hineingebracht haben. Und wenn wir das beginnen zu verstehen und die vollkommene Verantwortung für unsere Inkarnation übernehmen, dann gehen wir in eine ganz tiefe Freiheit hinein. Oftmals heißt es, Mensch, du, Andreas, das geht doch nicht, ich habe so Schlimmes erlebt. Ich persönlich habe auch einiges erlebt, was wirklich schmerzhaft war. Häusliche Gewalt als Jugendlicher, als Kind. Und dann habe ich als Kind und Jugendlicher auch nicht verstanden, dass ich mich dort hineingebracht habe. Sexuelle Belästigung erlebt als Kind. Da habe ich mich reingebracht. War schockiert. Spüre heute noch, wie das war. Und doch habe ich mir selbst dafür vergeben, dass ich mich dort hineingebracht habe. Es ist vergeben, nicht vergessen. Darf existieren in meinem Leben, weil ich dadurch der reichere, reifere Mensch geworden bin. Ganz viel Zeit erlebt, wo ich nicht bezahlt wurde für meine Arbeit. Ich habe einfach kein Geld bekommen, weil derjenige nicht zahlen konnte. Ja, aber ein halbes Jahr habe ich gearbeitet und für nichts. Dann konnte ich meine Miete nicht bezahlen, meinen Strom nicht bezahlen. Mein Wasser nicht bezahlen. Mal eine Zeit lang mal ganz kurz, nicht lang, aber auch trotzdem fast obdachlos. Freiwillig. Weil ich hätte nach Hause gehen können und sagen können, helft mir. Aber mein Stolz hat gesagt, nein, du musst es selber schaffen. Hab Verantwortung übernommen. Um mich dann wieder frei zu entwickeln. Und genau um diese Verantwortung geht es. Wir inkarnieren in einen Körper. Mit dem Bewusstsein, hier gibt es etwas zu tun. Geboren werden wir frei
ohne das Wissen, was es zu tun gibt. Sodass unsere Seele sich darauf einlassen kann. Sonst wüsste sie ja, ah, okay, ich mache mal hier geschwind meine Seelenaufgabe, meine karmischen Zyklen fertig, meine karmische Aufgabe fertig. Und dann bin ich hier durch. Aber so kann sich das Bewusstsein nicht entwickeln. Und so ist es so wichtig, dass wir sagen, hey, ich nehme mich vollkommen in Liebe, vollkommen an und gehe in die Verantwortung für mein Leben, für all das, was bis jetzt passiert ist. Und rufe auch jeden anderen in seine Verantwortung hinein, für das, was in seinem Leben geschehen ist und auch für das, für was er sich zur Verfügung gestellt hat. Und das machen wir leider nicht. Wir sind gerne in der Schuldzuweisung. Doch Schuld braucht Sühne. Und da ist wenig Veränderung, da ist wenig Bewegung drin. Es braucht immer irgendwo einen Ausgleich, anstatt dass ich in die Verantwortung gehe und sage, okay, aus der Verantwortung heraus kann ich etwas verändern. Mein Leben wird dadurch frei. Bewusst frei. Und das ist das, was ich heute Abend mit euch machen möchte, dass wir ganz klar hier hineingehen. Und merken, wie viel Energie und wie viel Kraft darin steckt. Weil dann sind wir in der Lage, dem Leben entgegenzulaufen, Schritt für Schritt. Dann sind wir in der Lage, über unsere Grenzen hinauszugehen. Weil die sind nur da, weil Ängste da sind. Die sind nur da, weil wir im Prinzip uns selbst vor dieser Verantwortung wegnehmen. Und nach wie vor in der Zuweisung sind. Das System ist schuld, der Lehrer ist schuld, der Staat ist schuld, die Eltern sind schuld, der Priester, der was weiß ich was und so weiter. Der New Code, so geht es aber nicht. Erst wenn wir ganz frei darauf zugehen und uns damit tief im Herzen berühren, merkt ihr, wie plötzlich der Verstand ausgeht, die Seele wieder ganz liebevoll in den Körper kommt und wieder mitgeht, bestimmt ans Steuer geht. Und dann wird es ganz leicht. Vedale, Urinakui, Ijetala, Inesh, Noi, Dol, Munkuni, Bede, Leid, Omaum, Maum, Dejit, Oh, no. It's more.
Vorne und hinten kippen, links, rechts, den Pobacken und auch mal noch mal mit Kraft in die Erde reinstemmen. Spür mal, wie viel da da ist und wie viel Ruhe in dir entsteht selbst, weil da ein anderes Gefühl von Autonomie da ist. Die größte Freiheit des Lebens liegt in der vollkommenen Verantwortung. Erst wenn ich die übernehme, kann ich vollkommen authentisch sein. Dann kann ich mir erlauben, ich zu sein, ohne dass ich irgendjemand anderen fragen muss oder irgendwie ja, gut genug sein möchte oder sonstiges. Es passiert einfach. Da ist richtig Freiheit drin. Und cool, und diese Freiheit möchte ich dich einladen. Es gibt nichts Schöneres, wie einfach sich selbst zu sein. Sich selbst, nicht noch die ganzen multiplen Identitäten, die wir uns zugelegt haben, damit wir irgendwelche Strategien haben, damit wir funktionieren oder damit wir ja, Energie bekommen von anderen oder sonst was, sondern wirklich sich selbst. Ich selbst ist seine Seele leben. Da kommt so ein entspanntes inneres Lächeln und Wohlgefühl auf, wenn man das spürt und ein Nicht-Wollen, ein Nicht-Tun, Nicht-Reagieren. Einfach, ich bin, du bist. Du bist. Nochmal, die Bete, Male, na, Korena, Sche, Beche, Che, Dechen, No, Lil, Korena, Koye, Che. Das Ganze entsteht aus einer tiefen Akzeptanz dessen, wer und was du bist. Der Fehler, die du gemacht hast. Der großartigen Situation, die du erzeugt hast. Der Idee deiner Möglichkeiten. Der Akt des Akzeptanz, der des Ist-Zustandes. Hier sitze ich gerade. Jetzt in diesem Moment. So ist es gerade. Happy?
Nicht happy? Okay. So ist es gerade. Veränderungen kann ich erst einleiten, wenn ich, haben wir gerade schon geguckt, Verantwortung übernehme und akzeptiere. Wenn ich dagegen bin, nicht zufrieden bin, kämpfe oder sonstiges, meine Aufmerksamkeit die ganze Zeit auf dem Missstand. Habe ich sie auf dem Missstand, dann ja, ist meine Energie mit dem Missstand da vorne. Nicht hier. Da, irgendwo im Raum. In der Vergangenheit. In der Beschwerde. In der Zukunft. In der Befürchtung, in der Vermutung. Und das macht eng. Und ich aber sage, ja, das ist jetzt das, was ist. Und mich darauf einlasse, mich mal so richtig erde und so richtig mit meinem Steißbein, mit meinen Fußsohlen mich einlasse auf den Moment und sage, das ist gerade hier. Jetzt, in dieser Sekunde. Und im nächsten Moment, und im nächsten Moment, und im nächsten und nächsten. Eine Sequenz von Momenten. Gefühlt, gespürt, wahrgenommen. Wahrgenommen bestmöglichst in einer Drittelung von Körper, Geist und Seele. Körper, mich spüren. Hier bin ich, so fühlt sich's an. Geist. Ah, solche Gedanken fließen. Doch ich beobachte nur. Ich halte nicht fest. Ich beobachte den Gedanken. Für eine Sekunde gebe ich ihm Aufmerksamkeit. Sag, ah, du bist da. Okay. Gleichzeitig spüre ich mich. Körper. Seele. Welche Empfindung habe ich dazu? Wie fühlt es sich an? Über mein Herz. Schon bin ich total präsent in meinem Körper, in der Stille des Seins, im Beobachten, ohne etwas zu bewerten, in der Akzeptanz des Moments. Fühl dieses Ankommen. Es hat Kraft und Stille, Schönheit, Frieden. Und lass nun dieses Gefühl des Friedens, der Stille, des Ankommens, der Kraft in Liebe nicht nur in deinen Körper, dein Geist und dein Bewusstsein, deine Seele, sondern auch in dein Energiefeld fließen. Gib den Impuls, dass du dich direkt vollständig mit deinem Energiefeld verbindest. Dass diese Qualität das ausdrückt und kollabieren lässt, was nicht mehr zu dir gehört. Im Außen wird es unruhig, weil Energien und zum Teil manchmal auch Wesenheiten sich im Energiefeld befinden, die nach wie vor darum kämpfen, dort zu sein, wo sie Energie bekommen. Respektiere sie, akzeptiere sie. Bedanke dich für das, was sie dir gezeigt haben. Und dann gib einen Impuls, dass sie zu ihrer Quelle, zu ihrem Ursprung zurückkehren. Das
ganz still. Wieder die Stille, das Ankommen und das Füllen des Raumes mit dir. Du bist der Raum. Du bist alles, was jemals existiert hat, was ist und was sein wird. Unendliches Bewusstsein, jetzt gerade in einer menschlichen Form, doch in seinem Ursprung rein und unendlich kraftvoll. Bellino quale nece, e beche io alla terra te genece, turama, sui, ona weche, na kesha, tuntu wale, Kenoa eishe Nua tohe Nua tohe iso kalba inech Nua tsu kwech Wante e ala ke Und nur sagt, Elayo, ku, Elayo, ku, Mando, ishe, Che, ate, o, ale, Fun, no, o, koe, ishi, su, Wayana. Der kommt. Merkst du, dass da schon eine Aufbruchsstimmung in dir liegt? Es tut mir echt leid, wenn du jetzt heute Abend so ein bisschen, wie soll ich sagen, Dampf in den Po bekommen hast, dass du in eine Bewegung hineinkommst. Und nein, auf einer anderen Seite tut es mir überhaupt nicht leid. Weil dieses Feuer, das in uns entsteht, in dem Augenblick, da wir Energien freisetzen, ist so wichtig. Und heute in unserer Gesellschaft, wie wir uns bewegen, gibt es ganz wenige Menschen mit Feuer. Schaut mal, wir haben wirklich Zehntausende von Menschen informiert. 413 sind jetzt gerade hier, in diesem Moment. Gut, manche haben heute keine Zeit, die gucken sich später an. Das geht ja genauso, also die Aufzeichnung ist ja genauso kraftvoll. Aber so grundsätzlich dieses Ding zu sagen, ich bin jetzt bei etwas dabei, was mir hilft, mich weiter auszudehnen, mein Leben mehr in die Hand zu nehmen und mich zu bewegen, ist etwas ganz Besonderes.
Und dafür solltest du dich wirklich selbst einmal in den Arm nehmen, egal ob live oder Aufzeichnung, und erkennen, wie wertvoll das ist. J'ai tola le corinire, fede genete. Fouahi ke leishen tunishi, lil we warden tananekio, poi al nechtichishi, ale, ale shin. Tuna. Also, wirklich in eine tiefe Liebe zu sich selbst hineinzugehen. Dich auf einer Herzensebene zu berühren und zu sagen, ja, das ist gut, was passiert. Die Bewegung ist gut. Ist etwas Besonderes. Du bist in diesem Fall etwas Besonderes. Nur verstehen wir das nicht. No, komm. Ere lechei, ida noine gij lariei, foman tine tu koi, ei, tui, walmo noijid, ei maun, il gehen da noch ein paar Schritte weiter. Geh mal in deiner Vorstellung in das hinein, was du schon immer machen wolltest, aber irgendwie zaghaft warst. Irgendetwas hat dich zurückgehalten, etwas zu tun, was du schon immer machen wolltest. Im Beruflichen, im Privaten, in deinen Beziehungen, in deiner Kreativität, in deinen Möglichkeiten. Du findest einen Bereich in deinem Leben, wo du dich zurückgehalten hast. Immer in Respekt zu allem anderen Leben. Das versteht sich. Und wenn du jetzt in die Verbindung hineingehst mit dir selbst und sagst, okay, habe ich nicht gemacht, möchte ich aber irgendwo vom Herzen her, das ist ein Herzenswunsch, und du hältst dich zurück, dann spürst du eine bestimmte Emotion. Spürst du vielleicht Scham, vielleicht Rückzug, vielleicht Verärgerung, weil du es nicht gemacht hast. Vielleicht Trauer, weil du es nicht gemacht hast. Irgendetwas ist da. Bei den meisten ist es Scham. Wie, ich will im Boden versinken. Lass uns diese Emotion, welche auch immer es ist, die Verhinderung rausnehmen. Sie auch hier noch einmal wertschätzen und dann einfach für immer und ewig auflösen, entkoppeln. Nicht nur in diesem Leben, sondern auch in anderen Leben, in denen sie aktiv ist. Wenn wir über unser Herz arbeiten, dann können wir aus dieser Inkarnation heraus andere Inkarnationen erreichen.
Die sind ganz einfach zugänglich, weil hier in unserer fünften Herzkammer ist ein Hologramm des ganzen Universums mit all seinen Zeiten und Dimensionen. Das Mysterium, von dem wir immer sprechen, was wir suchen, ist nicht irgendwo außerhalb von uns, es ist innerhalb von uns in unserer fünften Herzkammer. Und wenn ich dich jetzt einmal bitte, deine rechte Hand auf dein Herz zu legen und die Verbindung zu dieser fünften Herzkammer aufzubauen, wirst du merken, dass du ganz schnell in eine sehr starke Wärme zu deinem Herzen kommst. Und eine Entlastung automatisch entsteht zu der Emotion, die vorher da war. Behina, Jakob. Ich schen da, der hier zu kleinen Tanten ist, aber ich habe es in Technik. Spür mal rein, welche Verbindungen du aufmachst. Und dann erlaube dir, dass sich die Verknotungen, die in den inkarnativen Verbindungen sind und für, ja, wir können sagen, Energiestaus sorgen, dass sich die ganz einfach lösen, indem du dein jetziges Herz mit allen anderen Inkarnationen verbindest und dir den Raum gibst, dass sich eben entblockt, blockiert und die Energie frei durchgeht. Jetzt wird es besser. Du in dir wahrnehmen kannst, dass sich dein Feld extrem erweitert. Tieferes Ich Bin ergibt. Und jetzt spür noch mal rein in deine Herzenswünsche, ob es sich immer noch voller negativer Emotionen zeigt, wenn du an deine Herzenswünsche denkst, oder ob die Energie frei ist. Und wenn sie noch nicht frei ist, dann erlaube dir, das zu erfahren. Ich erlaube mir zu erfahren, wie es ist, wenn ich meine Herzenswünsche lebe, voller Freude,
Glückseligkeit, Liebe, Mitgefühl, Selbstmitgefühl, Selbstliebe, Gleichmut. Behil hila kosh ishin tala signori hikin tanal. Naide kwashe. Nagmahi talahi koeda. Das ist unbeschwerter, freier, leichter. Gleichzeitig mit weniger Wollen, aber mehr Energie. Schön im Frieden. Das ist wunderbar. Ja, aus diesem Frieden heraus wollen wir mal die Britta fragen, was sie jetzt für uns noch vorgesehen hat. Erstmal. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Und dann würde ich sehr gerne dir mal vorlesen, was so alles im Chat steht, was da passiert ist. Möchtest du das hören, Andreas? Ja, ganz gerne, natürlich. Denke ich mir doch. Also außer, dass ab und zu Kommentare kamen, dass der Ton mal zu laut ist oder das Bild weg. Das gibt es immer. Wir können da vielleicht auch noch was ergänzen. Ihr habt es vielleicht nicht gemerkt. Der Andreas hat manchmal das Mikrofon gewechselt, wenn er die Stimme benutzt hat im Raum. Dann hat er eine andere Einstellung manchmal gemacht und dann hat er wieder etwas lauter gesprochen. Aber wegen der Flugzeugträger musste er da etwas regulieren. Also Ton ist wunderbar die ganze Zeit gewesen hier bei uns, lieber Andreas, zu deiner Information. Und in der Aufzeichnung bekommt ihr alles auch nochmal und könnt es nochmal genießen. Also kommt schon, keine Sorge, Donnerstag. So, und die Mehrheit war auch schweigend und hat den Saal nicht verlassen, sondern wir sind immer noch über 400, was wunderbar ist und uns natürlich toll freut, sonst wäre die Hälfte gegangen. Also, jetzt nochmal zu den Feedbacks, was so körperlich im Gange war und vielleicht auch geistig. Ich habe dazu nochmal aufgefordert, in den Chat was reinzuschreiben und mal gucken, was wir hier so haben. Ich fühle totale Befreiung im unteren Rücken. Meine Wirbelsäule hat sich aufgerichtet und mir fällt eine Last von den Schultern. Überall kribbelt es. Wahnsinn! Schreibt uns die Heike. Leichtigkeit und Fokussierung hat der Dirk Rüdiger erlebt. Eliora, pure Freude. Tina, war gerade so ein Gefühl in dem Moment hier, als hätte man meine Blockaden gerade gelöst. Fühle mich irgendwie gerade etwas erleichtert. Genau, was hier passiert, habe ich mir heute Morgen gewünscht. Zweiter Lendenwirbel meldet sich so sehr im Augenblick, fast etwas steif. Ich kenne das Thema, vor dem ich Angst habe. Danke für heute. Ich weiß, dass es wirkt. Ja, sehe das frühere Leben und Trauer. Ich habe tiefe Ruhe
und kraftvolle Stabilität im aufrechten Sitzen, starke Erdung. Ich fühle mich leicht und macht Lust auf Umsetzung mit viel Leichtigkeit. Es darf fließen, sagt Margarita. Unglaublich müde geworden, wie immer. Es breitet sich so ein Frieden aus in meinem System. Vom ganzen Herzen Dank. So, jetzt habe ich ganz viele schon vorgelesen. Da kommen noch 25 hinterher. Aber ich glaube, das ist so ungefähr der Ton, den wir getroffen haben bei vielen und Danksagungen an dich, an dein Team, an uns. Und das freut uns natürlich. Das war auch unser Ziel und euch ja heute schon was mitzugeben. Eine wunderbare Erfahrung, die ihr immer wieder auch machen könnt durch die Aufzeichnung, aber auch Lust zu machen eben auf die persönliche Begegnung, die ja hier noch vor euch ist, vielleicht am 25. und 26. Mai. Und da wir wissen, dass im Moment auf der Webseite Serverarbeiten sind, auf die wir keinen Einfluss haben, bitte habt Geduld, wenn es vielleicht mit den Links heute und morgen, ich weiß es nicht, wie lang die sind, eben noch Staus sind. Wir schicken euch aber auf jeden Fall die Aufzeichnung. Und wenn ihr dann Probleme nochmal habt, auf die Website zu kommen, also ich denke, ab Donnerstag oder spätestens nächste Woche muss das vorbei sein. Also soweit, so gut. Und als letztes nochmal den Preis, der sich doch erheblich verändert, wenn ihr bis zum 7. Mai euch meldet. Das ist von 285, die es jetzt gibt, könnt ihr sparen, denn später sind es 350. So, und diesen Link mache ich jetzt, ich wage es, ich wage den Link hier in die Web, hier auch reinzuschreiben in den Chat. Und ihr könnt ja mal schauen dann, wie schnell ihr auf der Seite landet oder eben nicht. Ich tue mein Bestes, dass ihr jetzt erstmal den Link habt für die, die es gar nicht erwarten können und heute Abend schon drauf wollen. Und die anderen, die bekommen es, wie gesagt, dann mit der Aufzeichnung nochmal mitgeteilt. So, Andreas, das wäre, glaube ich, ein kurzer Ausblick auf das, was draußen geschieht in der Welt und noch mehr Danksagungen, was so körperlich alles gelöst wurde. Wow, wow. Ihr seid ja super kommunikativ. Das ist eine Freude, Andreas. Du hast die Menschen wirklich im Herzen erreicht und deine Herzenswärme ist hier ganz toll angekommen. Weißt du, was mir besonders gefallen hat? Dein Wort Selbstliebe und Gleichmut. Das ist so ein wundervolles Wort, Gleichmut. Das ist ein bisschen verloren gegangen im deutschen Gesprachgebrauch, aber das sagt so viel. Danke für dieses Wort heute. Ja, gerne. Das ist ja ein Wort, das im Buddhismus sehr viel Beachtung hat. Ja, gerade so buddhistische Mönche und Priester sehr viel Gleichmut lernen und eben hier so viel Ruhe reinkommt. Doch was wir oftmals vergessen, dass eben in unserer christlichen Kultur eben Nächstenliebe und auch Selbstliebe sehr wichtig sind. Wobei die Selbstliebe haben wir im deutschsprachigen Raum auch nicht gelernt. Und dieses Gleichmut bedeutet ja, dass ich mal etwas sein lassen kann, dass ich es akzeptiere und dass ich nichts verändern möchte. Und gleichzeitig brauchen wir diese Qualität von Liebe, dass wir im Leben das einbringen und verändern, wo wir sehen, wir können was verbessern. Wir können etwas schenken in das Leben hinein. Und es ist ganz wichtig, dass dieses Schenken auch bei uns anfängt, dass wir uns selbst tief im Herzen berühren. Deswegen haben wir das heute ja auch gemacht. Und ich finde es ganz toll, dass ihr hier seid, weil diese dazu führt, dass wir einfach das Leben verändern, verbessern. Bin ich in der Selbstliebe, bin ich in einer Zufriedenheit und Dankbarkeit dem Leben gegenüber. Und dann, ja, dann, wenn wir das alle leben würden, dann hätten wir keine Kriege, dann hätten wir keine Konflikte auf dieser Erde. Doch, wir haben es nicht gelernt und so ist es immer wieder
eben dazu gekommen, dass wir Probleme haben, Krisenherde haben auf der Erde. Und wenn wir schon mal damit beginnen, dann können wir sicherlich einen großen Unterschied machen in unserer Familie, mit den Menschen, die uns umgeben, sie selbst dazu aufzufordern und sie an die Hand zu nehmen. Und das ist wunderschön. Das ist so meine persönliche stille Revolution, wo ich hoffe, dass ich Menschen im Herzen erreichen kann. Oh, Andreas, so schöne Worte. Darf ich dir noch eins aus dem Chat vorlesen? Mit Dampf im Po dem Leben entgegenlaufen. Das ist das Beste heute Abend. Und das nehme ich mit. So, jetzt habt ihr noch was zu lachen. Euch eine wundervolle Zeit. Auf der Insel mit möglichst wenig Flugzeugträgern, die über euch kreisen. Jets, die sind halt da, aber das ist ein amerikanisches Kontingent, das hier ist. Aber wie gesagt, also für uns ist es einfach so, wir lassen uns gar nicht stören. Und das läufst du Ja. mit. Ich kann nur jedem empfehlen, der eben solche Sachen auch hört oder sonst wie und sich eventuell da eingeschränkt fühlt, macht es nicht, sondern bleib Ja. bei dir. Nutzt das Geräusch für irgendetwas, was dich erhebt, was dich beflügelt, befreit und dann ist das gut. Sehr schön. Das ist das Motto des Tages, Andreas. Gell? Okay. Also, gehabt dich wohl und Grüße an das ganze Team, was mitgemacht hat, mitgeholfen hat, dass das heute möglich war. Danke euch allen, dass ihr heute live dabei wart. Es ist uns eine Ehre, dass ihr es getan habt. Das ist ein ganz besonderer Moment gewesen heute zusammen und wow, so viel Liebe, so viel Liebe. Danke, 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 danke. Wow. Auch von meinem Herzen. Ganz herzliches Dankeschön nochmal, dass ihr da wart. Und ja, auf bald. Auf bald, hoffe ich. Ciao. Ciao.